Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen PvP-Video. Ja, ich werde mal, glaube ich, wieder in der Superliga durchstarten mit diesem Team. Mal gucken, also muss man noch Gedanken machen, was ich jetzt genau spielen werde die Woche. Aber es läuft ja aktuell das Pokémon Go Weltmeisterschaften-Event. Habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Da gibt es ja dreifachen Sternstaub in der Go-Kampfliga für die Siege. Ich glaube auch 10 Sets am Tag, ne? Und genau, und in der Wildnis gibt es auch sehr interessante Pokémon, also auf jeden Fall sehr cooles Event, denke ich. Und ja, wir gucken mal, was wir hier so reißen können. Schauen mal, ja, du holst dir leider gut Energie. Ja, ich glaube, das lasse ich mal durch. Und wir schauen einfach mal, wie wir weiter verfahren. So. Ja, natürlich ein Hardwall hier, leider. Ja, auf jeden Fall, ja, Krypto-Quaxo-Action hier mit der Event-Attacke Eisstrahl. Und ja, mal schauen, ob man hier was reißen kann. Ich werde jetzt hier leider nur auf Meteorologen gehen können, aber ja, halb so wild, denke ich mir. Und genau, ich hoffe, Sumpex kann dann im Nachhinein noch gut was machen, aber ich glaube, auf Sumpex kann man sich eigentlich schon verlassen. In dem Sinne gehen wir nochmal auf den guten alten Meteorologen, Spam, und der ist eigentlich schon nicht so schlecht. Wenn man bedenkt, dass es hier ein Krypto-Quaxo ist, das kann schon ein bisschen was austeilen an Schaden. Und genau, ich hoffe, du farmst mich hier nicht, aber ja, sah jetzt gut aus. Ich weiß gar nicht, wer die Gleichstände zwischen Quappo und Golbert gewinnt. Aber ja, ich würde sogar fast riskieren. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt einfach auf Giftzahn und gucke einfach mal, wer das jetzt hier gewinnt. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Okay, ich glaube, das war ein CMP-Teil. Ja. Machen wir den hier, glaube ich. Den jetzt direkt auf Sumpex. Und ja, du hast auf jeden Fall gut Energie leider hier. Ja, ich muss, glaube ich, mal anfangen zu schilden. Und ja, Noctu ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Teil hier in der Superliga. Also muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Aber ich gucke jetzt mal hier im ersten Set erstmal ein bisschen Erfahrung holen. Und ja. Ja, wir können ja mal sagen, was zockt ihr eigentlich jetzt? Gibt ihr jetzt wieder alle drei Ligen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, um es halt mal zu wissen, aber es ist halt sehr vielfältig, ne? Alle drei Ligen sind ja am Ende sehr cool. Und in dem Sinne, ja, schauen wir einfach mal hier. Gehen wir hier nochmal auf die Haubitze. Schau, ob da das Schild ist. Ich bin sehr gespannt. Vermutlich schon, denn Noctu leistet hier leider eine gute Arbeit. Muss man einfach mal so anerkennen. Und ja, ich habe jetzt leider keine Schutzschilde mehr. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach mal direkt in Golbert gehen. Gucken, ob das jetzt hier was bringt. Okay. Gehen wir hier auf den Spukball direkt. Mal schauen. Also ich glaube, der wird schon gut was machen, aber weit. Es wird auf jeden Fall nicht reichen, leider. Aber war schon gute Arbeit hier. 6. Ah, schade. Also ich glaube, du kommst auch noch zu Erdkräfte leider. Oder? Das ist ja der Giftzahn. Ja, aber ich glaube, es wird trotzdem leider nichts vorbei. Nee, oder? Überlebe ich noch einen? Schade, schade. Ja, gut, du hast ja eh noch ein Schild gehabt, deswegen, also es war auf jeden Fall ein eindeutiger Loss. Ich werde das Team auf jeden Fall überarbeiten müssen. Nichtsdestotrotz, ja. Ich will auch noch gucken, dass ich heute die Kämpfe durchbekomme. Ja, konnte heute Morgen leider nicht das Video hochladen, deswegen leider hier mit Verspätung. Ich hoffe, es passt dennoch, aber ja, ich meine, also solange es kommt, ist alles gut. So, das ist auch nicht so lecker, leider. Ich gehe mal hier in Quaxo. So, gehen wir auf Meteorologen, Spam wieder. Müsste den Spukball dann schon respektieren. Ich glaube, ich werde den auch respektieren und dann schauen wir mal weiter. Okay. Mal schauen, oder du köderst halt eklig rein, aber ja, ich respektiere es mal hier. Und genau, schon mal gut hier. Guter Einstand. Okay. Der Ox, ja, der Ox ist auch strong hier. Ist jetzt, glaube ich, bei 3 Sofortattacken. 4, 5, 6, 7, 8. Das ist gleich jetzt bei Donnerblitz, ne? Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Aber ja.
Genau. Ja, ich glaube, das Quaxo kann uns hier vielleicht noch was bringen, um ehrlich zu sein. Ich schild jetzt einfach nochmal rein. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie wir jetzt hier weiter verfahren. Das ist bei 5, genau, also hättest du jetzt theoretisch einen Psy-Schub. Und ich glaube, wenn du jetzt schildest, setze ich einfach straight nochmal ein. Okay, perfekt. Perfekt schon mal. Ist die Frage, was du jetzt reinholst. Ich bin sehr gespannt. Und ja. Ich glaube, ich gehe einfach direkt in Sumpex. Denn dein Frostetier soll dich outspeeden. Wenn ich mir jetzt nicht irre. Obwohl, du hast noch Restenergie gehabt. Okay, dann habe ich mich vertan. Hat es jetzt ein bisschen anders im Kopf. Halb so wild. Hier kommt die Lawine rein. 2, 3, 4. Ich glaube, das reicht hier. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Haubitze. Hätte auch Erdbeben machen können, aber mal gucken. Also, ich glaube, Frostelte hält jetzt auch nicht so viel aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Schade. Okay, das wollte ich jetzt absichtlich machen, denn ich wollte halt nicht, dass das nächste Pokémon da noch farmen kann. Und ich glaube, Frostelte mit, ja, der KP und keine Energie ist, glaube ich, jetzt keine Gefahr. Vielleicht könntest du abfangen, aber ist die Frage, wenn du es direkt rauswechselst, will das halt nichts mit abfangen, ne? Deswegen, ja, das ist schon mal eklig hier, leider. Leider nicht so cool. Ich muss, glaube ich, auf den Spukball gehen und hoffen, dass ich dann drüben noch was machen kann, aber ist nicht geschmeidig. Dann hätte ich vielleicht das Frostiltchen doch mal aus dem Verkehr ziehen sollen und ich merke gerade, also ich glaube, du hättest mich drüben eh nicht runterfarmen können, deswegen, das war auf jeden Fall nicht der cleverste Play von mir. Naja, egal. Nehme ich auf jeden Fall mit. Die Erfahrung nehme ich mit. Das ist die Blitzkanone, zu Recht. Nimmt die mich hier aus dem Verkehr. 4, machen wir so. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber wird auf jeden Fall eine knappe Kiste wieder. Ah, das reicht leider nicht. Kann ich dich farmen? Ah, schade, schade. Ja, das habe ich wieder verzockt, leider. Egal, wie gesagt, muss ich mal ein bisschen hier reinfinden in die Superliga und ja, aber wir sehen auf jeden Fall interessante Teams. Das kann ich auf jeden Fall nicht leugnen und das war auf jeden Fall auch ein sehr knackiges Team. Ich überlege gerade, was man am besten in die Führung packen könnte, aber also wir haben Noctu und Frostetje gesehen, ja. Wir schauen mal weiter, wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall das Team überarbeiten müssen, aber ich wollte auf jeden Fall mal Quaxo ausprobieren mit der neuen Attacke, ne, vielleicht mal ein Altaria auf dem falschen Fuß erwischen. Nochmal Noctu, okay, ja, das ist ungeschmeidig leider. Ich gehe mal direkt diesmal in Quaxo und schau, ob ich vielleicht jetzt was reißen kann. Was ist jetzt da? 2, 3, 4, 5. Okay. 3, glaube ich, ne? 4, boah, ja, ist ein bisschen, die Connection ist ein bisschen bad gerade. Leider. 5, 6, 7, 8. Genau, jetzt hast du die Psychokinese. Ich setze jetzt einfach direkt nochmal ein. Wir schauen einfach mal, was wir reißen können. Vielleicht ist es hinten, glaube ich, noch ein Registil, ne? So, genau. War das jetzt das hier im P-Tai? Könnte sein. Ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber jetzt müsstest du bei 8 Sofortattacken sein. Und genau. Das ist gut. Ich hoffe, du nimmst mir. Okay, doch nicht. Was habe ich? Habe ich komplett den Count verloren? Also, ich lasse es mal durch. Boah, ich weiß gerade wirklich nicht, wie viel Energie du hast. Aber egal, du setzt auf jeden Fall die Bänge-Attacke ein. Die dicke Attacke. Ja gut, Icy werde ich jetzt einfach mal durchlassen, ne, oder? Ja komm, ich lasse es durch. Ich lasse es durch, wird auf jeden Fall pfeffern, leider. Halb so wild. So, jetzt gehe ich, glaube ich, auf Zoompex wieder. Und hebe mir mal hier die Energie auf, weil ja, bei Noctu jetzt eh nicht so viel machen. Das ist wahrscheinlich der Himmelsfeger. Kann ich erstmal durchlassen. Und wir schauen einfach mal, was du hinten hast. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe einfach mal auf die Haubitze. Und ich werde hier, glaube ich, auch eventuell zweimal reinschilden müssen. Was ja jetzt ein bisschen ungeschmeidig ist, aber wir gucken einfach mal. So. Ja, Noctu kann schon einiges wegpfeffern. Ich schild mal nochmal rein. Beziehungsweise ich schild jetzt erstmal nicht rein. Und ja. So. Geh mal auf die Haubitze wieder. Ja, ist jetzt halt echt die Frage, ne? Was hast du hinten? So.
komme ich zur nächsten Haubitze? Das ist halt die Frage jetzt. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach so, ich schilde jetzt. Versuche mit Golbert runterzufahren. Es wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, aber vielleicht klappt das ja eventuell. Okay, ja. Nicht so geschmeidig. 5, ne? Oh, wenn das der Gleichstand war, dann habe ich noch Hoffnungen, aber mal schauen, ne? Mal schauen. Okay. Ja, ist die Frage, komme ich jetzt zu 2 Akkuhaubitzen? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, so viel Energie hatte ich leider nicht mehr, ne? Ich glaube, so viel Energie hatte ich hier, nee, leider nicht. Ich glaube, eine Sofortattacke wäre es gewesen, ja. Mal gucken, aber ja, setzt direkt ein, deswegen, das war es leider wieder. Und ich merke hier, ist auf jeden Fall kein guter Einstand, leider. Aber wie gesagt, wollen wir mal ein bisschen gucken, was so unterwegs ist. Also Nocto auf jeden Fall vorne viel, da macht, glaube ich, Golbert nicht so viel Sinn, denn ja, die starke Attacke Spukball ist leider doppelt resistiert und muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Vielleicht ein Flintschlag nach vorne, mal gucken. Und egal, aber ich ziehe es jetzt einfach mal hier durch, ne? Ich ziehe es jetzt mal durch und ja, ich glaube, Flintschlag oder so nach vorne, mal gucken. Aber ja, das passt schon so, oder so ein Bolteros. Naja, vielleicht können wir noch was mitnehmen hier, wäre auf jeden Fall lecker. Aber ja, okay, das ist schon mal eine gute Führung jetzt. Auf die Führung habe ich tatsächlich gehofft und jetzt ist die Frage, was du reinholst. Echt die Frage, okay. Gehen wir mal hier geschmeidig in Sumpex. 6. Okay, ja, wir schilden mal. Auf Verdacht, dass das ein Schlagbrocher ist. Ich glaube, sie im P-Tice sollten meine sein, auf jeden Fall, ne? 2, 3, 4, 5, genau. Ich setze einfach nochmal einen Akkuhaubitze direkt. Und genau, wenn du auf Ice gehst, sollte ich eigentlich noch tanken, aber sehr gut schon mal. Das war, glaube ich, der Gleichstand, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Sollte dann eigentlich nur der Ice-Heap sein, den ich dann eigentlich auch durchlassen könnte, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre. Aber du bist auf jeden Fall weg vom Fenster. Was ich auf jeden Fall schon mal sehr begrüße. Und wir haben schon mal ein starkes Pokémon aus dem Verkehr gezogen. Wir sehen jetzt hier das Meditalis. 5, 6, ja. Setzt nicht ein, okay. Soll ich mir das Zoompacks noch aufheben? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, machst das so, ja. Soll ich mich hier runterfarmen lassen? Ja, komm, Zoompacks hat eh nicht mehr so viel. Ich lasse mich jetzt einfach runterfarmen. Guck, dass hier der Way to go war. Psychokinese würde pfeffern. Ich respektiere es mal. Ich respektiere es mal und ja, schade unter Eishieb. Wie viel Energie hast du jetzt? Oh, wenn das jetzt weg. Wenn das jetzt Psychokinese ist, bin ich leider weg vom Fenster. Ich hoffe nur der Eishieb. Aber okay, immerhin, den kann ich noch tanken. Können wir. Oh, sehr gut. 3, 4, 5, ja. 6, 7, 8. Überlebe ich ein Erdbeben. Ich hoffe ganz knapp vielleicht. Wäre lecker. Ich denke schon, ich meine, ich bin zwar Krypto, aber komm, Erdbeben. Kann man doch mal wegstecken hier. Kann man doch eventuell mal wegstecken. Und ich hoffe es auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall pfeffern hier. Ja, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Ja, das ist immer das Coole an Quaxus. Gewinnt schon viele Gleichstände. Und jetzt kann auf jeden Fall noch einen Meteorologen in Meditalis reinhauen. Und ja, es wird auf jeden Fall gut, denn Golbert hat ja, glaube ich, auch noch Restenergie. Ich hoffe, du farmst mich hier nicht, aber ja, sieht schon gut aus hier. Sieht schon nicht so verkehrt aus und ich glaube, du bist eh ziemlich dry gewesen. Und oh, da, das finished. Also, ja, Quax hat einen guten Job erledigt, wie gesagt. Damit die Talisführung ist sehr gut. Ihr habt es gesehen, Zoompacks konnte dann das Sandama ziemlich gut wegfrühstücken. Ja, Noctu-Führung ist halt eklig, da muss ich mal was überlegen, denn sieht man ja ziemlich oft hier, ne, schon zweimal in dem Set. Und ja, Frostete, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so weit verbreitet ist, aber wir gucken mal. Wird auf jeden Fall alles geben. Altaria, okay. Ich gehe mal direkt in Quaxo. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich habe einen Eisstrahl. Ich gehe jetzt einfach direkt auf Eisstrahl. Wir gucken einfach mal. Das war der Gleichstand, ne? Das war, glaube ich, der Gleichstand.
So. Okay, respektierst du. Wer kommt zuerst zur nächsten Attacke? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich schild mal hier rein. Oh, ja, das war ein ganz schlechter Schild. Ich hoffe, du setzt ein, aber ich glaube, nee. Ich habe auch Meteorologen, aber. Ich glaube, ich hätte auf Eisstrahl gehen können, aber egal. Und ich hätte, glaube ich, auch eher einsetzen können, dann hätte ich zwei Meteorologen geschafft. Ja, ihr seht schon, also. Ich mache hier wieder einen Fehler nach dem anderen. Und schon mal nicht gut, wie ich hier zocke. Das ist, glaube ich, der Eishieb. Ich lasse mal durch. Ja, es war wieder nicht gut gespielt hier. Von mir. Ich hätte auf jeden Fall zwei Meteorologen raushauen können. Boah, das pfeffert hier richtig gut. Ich glaube, jetzt farm ich dich. Und hoffe, dass ich das noch irgendwie machen kann. Aber ja, sieht jetzt nicht so gut aus, um echt zu sein. Aber farmen kann ich dich auf jeden Fall hier. Da können wir uns auf jeden Fall festlegen. Ich mache nur eine Sofortattacke, um halt mal zu gucken, was reinkommt. Und ja. Ich gehe auf den Spukball. Hoffe, dass du ihn nicht schilden wirst. Aber ist jetzt halt die Frage. Oh, was mache ich denn hier? Echt, das ist ja unglaublich. Also muss echt aufpassen, wie ich hier die Energie auflade. Denn ja, nee, das ist ein ganz schlechtes Set, aber ist halt so, ne? Ist halt leider so, wie es ist. Und ja, ich muss mal überlegen, also Golbert vorne war jetzt eher nix, ne? Deswegen, da muss ich nochmal gucken, aber ja. Vielleicht sehen wir noch dein letztes Pokémon. Würde auf jeden Fall interessieren, was du noch hinten gehabt hast, ne? So wegen Teambuilding und so weiter. Aber ja. Okay, nee, ich glaube, wir werden es nicht sehen. Egal, hast gewonnen. GG und ja. Naja, wie gesagt, ich werde nochmal gucken müssen, aber ja, ist okay. Wie gesagt, 10 Sets, ne, heute und mehr Sternstaub, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen. In dem Sinne, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.